So, herzlich willkommen zurück zu unserem Getting Started Invasion of Oshima Island in Japan 46. Wir befinden uns aktuell in Zug 12 von 18 und wie man sieht, kommen wir eher schleppend voran. Ich bin gespannt, ob es noch reicht, um hier zumindest ein Unentschieden zu holen. Es hängt hier alles an der Geschwindigkeit im Hauptsache. Wir hatten zum Schluss des letzten Males unsere Flüge schon gemacht, Quatsch, unsere Einheiten schon soweit gezogen. Aber wir haben hier natürlich noch Fighter-Squadrone, drei Stück. Die setzen wir noch ein und zwar setze ich die hier drauf ein, dass wir hier die Truppen in der Basis verstärken. Hier scheint keine drin zu stehen. Wir gucken mal gerade, wenn ich jetzt hier Sichtreichweite mache. Ne, da können wir gar nicht hingucken. Deswegen, möglicherweise stehen ja dann auch noch welche hier in den 50er, in dem unteren. Wir machen hier mal noch einen Luftschlag, wenn es geht. Ja, schauen wir mal. Naja, gut, das war jetzt mehr als mäßig ein Mann. Wir werden es aber gleich nochmal machen. Okay, das hat nicht viel Auswirkungen. Hierauf lohnt es sich nicht, weil das sind nur noch maximal 99 Mann. Die sind alle broken. Wir werden dann uns den Angriff aufsparen. Das bringt jetzt hier so nichts. So, wir gehen mal weiter und lassen mal den Gegner anzukommen. So, das war's schon. Verluste hatten wir nicht viele. Wir haben 12 Artillerie-Units, die nicht zu gebrauchen sind. Das liegt aber daran, dass wir da welche in der Aufstellungsphase gerade haben oder in der Verschiebung, in der Verlegung. Eine Einheit ist undisrupted von zwei, die gecheckt wurden. Eine Einheit, also in dem Fall Artillerie, ist aufgestellt worden. Und zwar sind das hier die Kanonen an dieser Stelle. Dann zwei Einheiten haben wenig Sprit, drei Einheiten haben sich von Müdigkeit erholt und das Hauptquartier hier oben hat sich von Verlusten erholt. Gut, dann schauen wir jetzt mal gerade. Wir haben ja hier Minen und Minen. Wir setzen erstmal. Ah, nee, dann sind sie gleich im Feuer. Wir müssen jetzt erstmal hier weiter vor. Die drängen wir mal direkt zurück. Da machen wir mal einen unmittelbaren Sturmangriff. Gut, damit haben wir, können wir hier mit den Pionieren ein Vorrücken und hier die Minen ausräumen, was wir ja sofort automatisch tun. Hier sind sie noch am Hindernisse wegräumen. Das lassen wir auch noch. Und hier können wir ansonsten auch nicht weiter vor. Was haben wir hier drin stehen? Infanterie. Von der 321. Division. Gut, jetzt mal genau überlegen. Hier ist nicht mehr viel drin. Also hier können wir, das können wir halt nicht mehr in diesem Zug, das ist das Problem. Wir haben hier Männer, die ziehen wir jetzt hier direkt mal nach. So. Ja, da kriegen wir leichten Beschuss. Kein Problem, aber den Punkt können wir dann im nächsten nehmen, weil hier sind nicht mehr
Broken, Disrupted und die paar Geschütze. Außerdem kriegen die jetzt nochmal von dieser Seite hier Beschuss. Problem ist, dass wir hier im freien Feld stehen, was die Japaner hier südlich angeht. Die können uns natürlich so besser treffen. Ja, das war, was ich befürchtet hatte. Okay, gut. Die haben sich hier bereits zurückgezogen, weil die eh broken waren. Jetzt gucken wir, dass wir hier nachziehen. Die Geschütze haben eine Reihe. Ja, die müssen wir nachziehen. Die tun wir mal in Travel-Modus. Ja, die kommen halt nicht weit hier. Naja, aber zumindest können wir sie hier hin tun. Tun sie da erstmal wieder raus. Mit denen können wir jetzt hier nochmal die unter Beschuss nehmen. Nochmal 7 Mann Verlust. Hier haben wir noch 1000 Mann stehen vom 1. Infanterie- und 2. Infanteriebataillon. Die ziehen wir natürlich auch weiter vor. Okay, das ist jetzt zwar im Travel-Modus, aber das riskiere ich jetzt, weil wir schneller vorankommen müssen. Die können eh nicht so weiter, weil das Stacking-Limit dann erreicht ist. So, unsere Aufklärer. Hier geht's steil hoch. Außer mit Gebüsch, die können hier gar nicht lang. Okay, dann bringen wir hier zumindest die Feindeinheiten weiter zurück. So. Hier und hier haben wir Minen, das interessiert uns aber nicht. Unavailable. Gucken wir gerade Few Local Supply 60, aber sind halt momentan gut, das ist so, da müssen wir warten, dass die hoffentlich sich wieder stabilisieren. Die hier haben 6 Reichweite, kommen da noch in die 3 Dinger mit rein, das heißt, die können wir jetzt hier erstmal aufbauen für nächste Runde. Die sind unavailable, die sind auch alle unavailable. Obwohl der Supply am Strand hier eigentlich okay ist. Nun gut, das ist jetzt so. Ziehen wir mal einen hier runter. Hier haben wir noch Aufklärer, die können wir aus dem Travel-Modus raustun. Und einen vorsetzen noch. Die Guns hier ziehen wir hier mit ran. Mehr rein, warum auch immer. So, Moment. Ja, wahrscheinlich wegen dem Gelände. Können die hier, kriegen sie ja Abzug bei den Bewegungspunkten, wenn sie da dann reinziehen wollen.
Weil es kein freies Gelände ist, dementsprechend geht das da nicht. Hier ist klar, ist Gelände gut, da kommen sie, können sie noch hinziehen, aber wir lassen sie jetzt hier stehen. Lassen sie dann auch erstmal im Travel-Modus. Die waren am Minenräumen, das passt. Jetzt gucken wir mal, was wir schon bewegt haben. Die beiden HQs bleiben erstmal hier stehen. Die Panzer haben Low Ammo Fuel und sind disrupted. Die lassen wir da erstmal in der Hoffnung, dass sie sich vielleicht erholen. Schauen wir mal. Ansonsten gucken wir jetzt, dass wir erstmal hier die feindlichen Truppen schwächen. Erstmal hier. Jetzt gucken wir, was haben wir an Fliegern. Okay. Hier haben wir. Die haben guten Wert auf harte Ziele. Auf weiche Ziele. Okay, das ist alles nicht so erfolgsversprechend gewesen jetzt. Dann haben wir noch die Mustangs. Die können wir da nicht einsetzen. Dann lassen wir sie hier. Setzen wir sie da ein. Ohne Effekt. Artillerie. Okay. Haben wir ihnen zwar einiges, ein paar Sachen schon mal abgenommen an Truppenstärke, aber es reicht noch nicht, um sie zu disrupten. Okay, die haben auch ein Setup, die sind aktuell unavailable, die lasse ich dann da. Hier haben wir noch 487 Mann. Können wir noch ein bisschen Beschuss machen. Das war's auch schon. So, dann lassen wir jetzt einmal noch den Gegner ran und dann gehen wir in Zug 14. Dann haben wir noch 4 Züge. Mal schauen, ob wir dann zumindest noch bis hierher unten kommen, hier. Diese 350er noch nehmen können. Wenn ich jetzt mal gucke, Info, Victory. Für einen Unentschieden brauchen wir sowas wie 800 Punkte. Wenn wir die drei noch kriegen, haben wir 650. Das reicht immer noch nicht. Das heißt, es wird alles sehr, sehr eng. Also die Einführungsszenarien sind teilweise speziell vom zeitlichen Ablauf ganz schön eng getaktet, muss man sagen. Aber gut, okay. Macht ja auch seinen Reiz aus, dass man selbst in so Einführungsszenarien gleich mal richtig gefordert wird. Gut, wir lassen jetzt noch gerade die Gegner in Zug und dann gucken wir mal.
Das war schon wie zu erwarten, haben wir hier ein bisschen Verluste, weil wir die auf offenem Feld haben. Gut, hier sind Minen und Hindernisse geklärt. Das heißt, da können wir jetzt einen weiter vor. Und hier sind auch die Minen geklärt. Okay, alle Headquarters sind out of command. Ja, was ich jetzt nicht ganz verstehe, aber gut. Ist halt so. Okay. Okay, da haben sich sechs wieder erholt von den Verlusten. Das passt. Wenn ich mir jetzt dieses mal hier eins von den Headquarters nehme, dann sagen wir mal das hier. So, und dann Unit, Quatsch, View, Shade, Command Range. Dann sind die ja voll im Command Range. Und die anderen Hauptquartiere sind hier direkt rundherum. Ne? Aber trotzdem sind die out of command. Obwohl die in den eroberten Festungen sitzen. Wahrscheinlich kriege ich da auch wieder hoffentlich Tipps, woran das sonst noch liegen könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ist natürlich, möchte ich es gern wissen, weil es interessant ist. Oder ob das jetzt einfach nur Pech ist. Naja, gut, schauen wir mal. Das soll es für diese Folge erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.